Guten Morgen oder gute Nacht gewünscht in den Donnerstag rein. Ihr Lieben, verliert den Verstand nicht durch die Karten, gewinnt an euren Impulsen und wenn ihr merkt, ihr werdet hier ein bisschen übersteuert und es geht schon in eine Art Sucht rein, dann kontrolliert euch da so ein bisschen und wir starten, du und dein Gegenüber, Familie, Freundschaft, Liebe betreffend. Münzt euch das dann um, wenn ich ein bisschen zu detailliert in die Liebe reingehe und ihr sagt, so, er ist aber ein Familienmitglied oder ist nur ein Freund, da ist irgendwas passiert, du weißt nicht was. Und wir gucken einfach mal. Damit du richtig bist, muss ich dich natürlich erstmal identifizieren bzw. analysieren. Und wenn du sagst, ja genau, so fühle ich mich oder das könnte mein Typ Person sein, dann könnte es auch sein, dass es wirklich dein Weg ist, prozentual gesehen. Prozentual gesehen, ja, dass es so sein könnte. Ja, nicht alles, nicht immer, aber dass es so sein könnte. So, jetzt gucken wir erstmal, jetzt lassen wir eine Karte von den Engelbotschaften fliegen. Für die allgemeine Situation, wie du dich fühlst, wo du gerade drin steckst, was rät man dir? Hab einfach Vertrauen. Nicht in Panik verfallen, nicht zu viel Fragezeichen haben, vertrau einfach der Situation, dass du das meistern wirst, egal wie es hier vorwärts geht oder was der Plan sein soll, ja? Hab jetzt erstmal Vertrauen. Obwohl oft das Vertrauen in so eine Beziehung missbraucht wird oder wurde, wir haben hier eine Zeitmaschine. Oh, habe Vertrauen. Zeitmaschine 3, du hast es hier im Griff. Die 3 ist ja die Herrscherin im Tarot mit sehr viel Geduld. Mit sehr viel Präsenz von dir selbst, sehr viel Achtsamkeit für dich selbst, die ganze Situation annehmen, beobachten, vertrau dir hier selbst, lass es wachsen, lass dir selbst vor allen Dingen Zeit, ja? Egal, was dir passiert ist, lass dir selbst Zeit und die Zeitmaschine sozusagen wird hier durch die Karten angekurbelt, dass diese Zeit auch vergeht, ja? Kommt Zeit, kommt Rat. Die Zeit wird kommen, wo du mit diesen Dingen arbeiten kannst, ja? Wir haben hier, hast du wieder das Gefühl, dass du hier von jemandem sehr stark beeinflusst wurdest. Wir haben hier den Herrscher in der Widderenergie. Dich hat hier jemand sehr stark beeinflusst. Gefühlsmäßig kommst du nicht so weg. Du hängst sehr stark an diesen Menschen dran. Könnte auch wieder ein Vaterproblem vorweisen. Wir haben hier, oh, du hältst sehr lange dran fest. Du hast sehr lange an dieses Modell festgehalten oder an diesem Modell festgehalten. Ja, du wolltest es nicht aus der Hand geben, diese Beziehung. Ihr wart hier eine Einheit. Aber du hast mehr gehalten. Dein Gegenüber, der jetzt wahrscheinlich nicht mehr da ist oder den du gehen lassen musstest, hat hier sozusagen sehr oft über sich selbst bestimmt, vielleicht dich vergessen dabei, ja? Oder zumindest hattest du das Gefühl, du wirst vergessen, weil man hier sehr bestimmend und selbstbestimmt war. Es war eine sehr harte Beziehung, eine sehr harte Belastbarkeit für dich. Manchmal hast du gedacht, du schaffst es nicht, das Ganze zu halten. Aber dein Vertrauen hat dich letzten Endes hier gerettet, ja? Und jetzt muss wahrscheinlich auch durch die Zeitmaschine wieder das Gefühl rein, du kannst auch ohne diesen Menschen, musst vielleicht sogar auch ohne diesen Menschen, ja? Deine Energie wächst hier zeitgleich auf die Ebene des Herrschers. Du hast dich vielleicht besonders klein immer gefühlt neben dieser Person. Und jetzt wächst du aber, ja? Und das ist auch wieder so ein vernünftiger Schub, wie durch die 3 die Herrscherin, ist das hier jetzt Königin der Münzen, die sehr bedacht und sehr behutsam mit allem umgeht, ja? Und auch hier könnte man wieder sagen, vertrau auf dich selbst oder vertrau dir selbst. Du hast nicht alles verloren, ja? Auch wenn es sich vielleicht so anfühlt. Du wurdest hier sehr niedergeschmettert mit Aussagen, mit Entscheidungen, mit Nachrichten, an denen du wirklich zerbrochen bist. Du wolltest hier eine Sache nicht wahrhaben, warst vielleicht auch im Schockzustand, hier überhaupt noch reagieren zu können. Dir sind wirklich alle Öffnungen, die du besitzt, wahrscheinlich hatten einen Durchzug, ja? Und du musst jetzt hier aber Vertrauen haben, dass du das schaffst.
dass du diese Situation, die dich so beherrscht hat, einfach auch überstehst. Weil mehr Fallen geht ja nicht irgendwo, ja? Jetzt geht nur noch wieder aufstehen, weil irgendwann wird langweilig auf dem Boden. Irgendwann rappelst du dich wieder auf. Und wir haben hier eine extreme Abhängigkeit zu diesem Menschen, der Herrscher. Wir haben hier eine Steinbock-Energie. Vielleicht merkst du auch, wie stark du letzten Endes in dieser Verbindung drin gesessen hast, was es letztendlich mit dir macht, dass dieses Band jemand gelöst hat und du trotzdem sehr abhängig hier drin gesessen hast. Vielleicht heilt das alles so nach, ja? Vielleicht ist das der Schmerz. Du begreifst jetzt erst, in welcher Misere du gelandet bist, ja, oder was hier auf den Tisch kommt, was herauskommt, was ans Tageslicht kommt, welche Probleme in der Bindung oder Beziehung wirklich bestanden. Die Abhängigkeit zu dieser Person, zu dem Herrscher, die Abhängigkeit, vielleicht hast du auch selten auf dich gehört, dich vergessen, ja, mal deins durchzusetzen. Du hast dich hier sozusagen sehr stark immer führen lassen oder auch dich auf diese Person verlassen. Dadurch hast du dich selbst verloren, ja, und das ist ein schöner Wachstum. Wenn du merkst, du kannst jetzt mal alleine für die Dinge auch einstehen, du hältst die Dinge auch alleine weiterhin durch. Das Band musste fast gebrochen werden, ja? So eine krasse Abhängigkeit liegt hier. Du hast diese Abhängigkeit sogar geduldet, obwohl du hier die ganzen Probleme und alles, was dich bedrückt und beschäftigt hat, hast du hier gesammelt und angenommen, ja? Vielleicht stillschweigend in dieser Abhängigkeit kann auch sein. Aber das ist ja auch wirklich so, der Teufel, der hatte hier so ein Eid, ja? Als ob du hier komplett über deine Person gegangen bist. Mach mit mir alles. Natürlich nicht ausgesprochen. Aber ohne diesen fühlst du dich leer. Vielleicht sogar ungewohnt, neu. Du hast von dieser neuen Situation Angst. Du hast sehr starke Probleme, dich mit dieser neuen Situation vielleicht auch zu befassen. Vielleicht fühlt es sich immer noch neu an, obwohl es schon Monate, Jahre beendet ist. Aber du hast dir hier irgendwas geschworen. Nie werde ich von diesem Menschen von der Seite rücken, ja, oder irgendwas. Unser Band steht. Aber das war irgendwie ein sehr gefährliches Band, ja, wo ihr beide vielleicht auch wirklich einen Nutzen hattet. Na klar, ansonsten bringt es ja auch nichts, wenn man in eine Bindung, Beziehung eingeht. Aber das ist hier schon so ein starker Tobak, ja. Letzten Endes hatte die Abhängigkeit, dass du dich vielleicht auch selbst nie so richtig im Vordergrund gesehen hast, hat dir das die ganzen Probleme reingebrockt. Und du musst dir wieder lernen, aufzustehen, ja? Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Und hab hier mal Vertrauen, dass du auch jemand bist, der eine sehr starke Person abgibt. Sonst hättest du wahrscheinlich auch diesen ganzen Zirkus hier nicht mitgemacht, der hier liegt. Ich leg mal deine Tendenz, bevor wir hier reingehen. Wir könnten ja auch wieder so ein Gespräch machen. Du fühlst dich hier so ein bisschen oder sehr doll missachtet, verachtet durch Gespräche, Kommunikation, ja? Hier könnten linke Kommunikationen stattgefunden haben, dass man anderen Menschen was mitteilt, was überhaupt nicht der Tatsache entspricht. Nur um zu gucken, wie man selbst dasteht. Man hat auf dich hier keine Rücksicht genommen. Man hat deine Gefühle missbraucht, getreten, während der Verbindung sogar schon, ja? Das war für dich die Einheit, das war für dich die Liebe. Aber wahrscheinlich haben hier in der Zwillingsenergie auch verschiedene Menschen anders geliebt oder was anderes unter Liebe verstanden. Vielleicht zweifelst du das heute sogar schon an. Und du wirst hier in den Prozess reingehen, dass du die Ruhe brauchst, dass du endlich auch mal aus der Beziehung Verbindung abschalten kannst. Die Beziehung Verbindung muss so lebendig und qualvoll gewesen sein, dass du hier selbst in die Tendenz reinkommst, du brauchst jetzt die Ruhe und die Rücksicht zu dir selbst. Du musst selber auf dich Rücksicht nehmen, ja, du musst hier zur Ruhe kommen, du musst erstmal verarbeiten, das wäre für dich am wichtigsten, habe aber Vertrauen, dass erstmal nach diesem Schock die Realisation kommt oder die Realisierung und dann geht es weiter ins Machen. Und die Münze, die hatte ich dir am Anfang schon gezeigt.
es geht weiter ins Machen. Du wirst wahrscheinlich eine Phase bekommen, wo du noch nie gefühlt so viel getan hast wie jetzt oder wie gerade, ja? Das, was hier anrollt, ist wirklich sehr viel Handeln, sehr viel Umsetzen, nicht mehr irgendwas denken und haben wollen, sondern du machst hier. Und deswegen, du bist im Besitz dieser Münze die ganze Zeit. Dich hat man vielleicht oft kleingeredet oder mit Sachen geschafft, dir einzureden, du könntest nichts oder kannst nichts halten, kannst nichts erreichen. Absoluter Bullshit, ja, absoluter Humbug. Hier geht's rein. Das hast du dir viel zu oft gefallen gelassen oder du hast viel zu oft wirklich aufgehört, deine Sachen durchzuziehen aufgrund dieser Paarverbindung. Du hast es lieber den anderen Menschen mehr Recht gemacht oder gegeben als dir selbst. Und da kommt auch wieder deins rein. Ja, das, was du verdienst, das, was du machen solltest, ist dir deine eigene Realität schaffen. Ja? Damit du dorthin kommst, wo es sich schön anfühlt, wo du nicht mehr von diesem Kummer umgeben bist. So, jetzt gehen wir in das Gespräch, in Anführungsstrichen, rein. Wie könnte es sein? Welche Energie würde dich begleiten? Oh, es wäre das komplette Gespräch über die Zusammenführung, ja? Oder Zusammengehörigkeit oder wie auch immer. Es wäre genau das Gespräch über eure Verbindung, was dir fehlt. Du möchtest hier einige Sachen wissen, warum man so gehandelt hat, wie es dazu gekommen ist, warum du das hast mit dir machen lassen, warum du nicht schneller loslassen kannst, obwohl man dir wehgetan hat. Deine Frage zu deinem Gegenüber wäre: Davon lässt du nicht los, ja? Haben wir hier die Verbindung drin? Warum hast du das getan? Du könntest auch fragen, warum habe ich das Gefühl, dass du mich nie richtig geliebt hast? Oder hast du mich jemals richtig geliebt? Das wäre deine Frage an dein Gegenüber. Dein Gegenüber sagt sehr kühl und distanziert: Ich habe alles dafür getan, um uns zu schützen. Auch hier würde dir wieder die emotionale Seite fehlen, ja? Und das kennst du, glaube ich, schon zu genug oder zu Genüge. Immer wenn du empathisch oder irgendwas an Gefühlen mitgeteilt haben wolltest, hat man hier sehr das Ganze verdreht und hat zu dem gestanden, wie, musst du doch gemerkt haben, ich habe ja das und das gemacht. Sehr stark, ja, sehr kühl, sehr unterkühlt gesprochen. Und du würdest wieder hier stehen und dir denken so, das wollte ich nicht hören, ja. Aber du wirst von diesem Menschen nichts anderes hören. Es würde vielleicht eine Gegenfrage kommen. Was hast du gespürt, dass du mir so eine Frage stellst? Dieser Mensch lässt sich nicht auf Gefühl ein, ja? Ich weiß nicht, was sich hier entwickelt hat in diesem Herrscher. Auf jeden Fall keine empathische Person, ja? Immer Abwehr, immer abschlagen, nichts mit dem Thema zu tun haben wollen, eventuell sehr oft weg gewesen. Bei uns ist doch alles geklärt. So, ja. So, ich habe das Gefühl, dass du mich belogen hast oder ich kenne deine Lügen. Warum hast du mir nicht die Wahrheiten gesagt? Deswegen hast du ja auch die Frage nach der Liebe, ja. Warum hast du mich belogen? Hier kommt eine Verbindung raus. Hier könnte man vielleicht sogar sagen, ich wollte dir nicht wehtun. Oder es würde nach oben zwirbeln, ja, in den Kopf. Ich wollte dir trotzdem nicht wehtun, auch wenn ich dich belogen oder unehrlich war. Wir hatten ja trotzdem eine Verbindung. Wir waren ja verbunden. Du würdest dich hier freimachen von: Ich habe durch dich jetzt alle Probleme. Vielleicht wäre dein Wunsch auch danach, bitte hilf mir, die Probleme zu lösen, ja? Damit ich hier nicht festhänge. Du würdest wahrscheinlich wirklich bitten, bitte hilf mir doch wenigstens jetzt oder hilf mir doch hier. Gib mir doch die richtigen Antworten, damit ich hier rauskomme. Es gibt leider sehr selten die richtigen Antworten, um hier den Prozess zu verstehen, ja? Warum hast du das gemacht?
Dein Gegenüber hat das Gefühl, dass du stark genug warst. Dein Gegenüber hat dich immer gesehen. Dass du sehr viel geduldet hast, sehr viel gemacht hast, sehr viel übernommen hast. Dafür hat man dich geschätzt, geliebt. Mit dem Handeln hast du irgendwann aufgehört, deswegen kriegst du auch die Chance mit der großen Münze. Du bist da hier komplett wieder drin. Du hast einfach eventuell dich auch von mir abgewendet, sodass man das Gefühl hatte, würde man sagen, dass du dich nur noch auf einen bestimmten Teil konzentrierst. Wir haben uns verlaufen. Jeder hat sich vielleicht in seinem Bereich gefunden, weggedreht, weggezogen, wie auch immer. Du würdest sagen, was blieb mir anderes übrig? Ich musste ja alleine vorwärts kommen, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass du bei mir mithilfst, dass ich alleine dastehe, ja? Du würdest deinem Gegenüber hier vermitteln, natürlich musste ich die ganze Zeit als Königin der Münzen agieren. Ich musste ja vorwärts kommen. Ich musste ja auch zusehen, wo ich bleibe. Du hast mich nicht mehr Teil an deinem Leben haben lassen. Du hast gemerkt, dass du hier für dich selbst einfach nur noch Kraft aufwendest. Du hattest das Gefühl, dass du alleine gelassen wirst. Natürlich musstest du vorwärts. Was blieb dir anderes übrig, würdest du sagen? Du hast gewisse Sachen nicht eingehalten, die wir uns mal versprochen oder geschworen haben, ja? Man würde dir recht geben, ich habe zu wenig gemacht. Ich habe mich verlaufen, ich habe mich verrannt. Ich konnte in deinem Tempo nicht mehr mithalten. Vielleicht hast du auch das Tempo so angezogen, dass man nicht mehr hinterherkam. Und das Gefühl hatte, man ist wertlos, könnte auch sein. Dass man da diese Herrschermaske aufgesetzt hat, ja? Dass man da in die Veränderung gegangen ist. Du würdest alles abstreiten. Du würdest sagen, nein, ich musste machen. Du erzählst absoluten Blödsinn, würdest du deinem Gegenüber hier mitteilen. Ich habe gewartet, dass du mitziehst, aber du hast es nicht. Stattdessen hast du dich wahrscheinlich eher auf den Herrscher konzentriert, dein Ding immer durchzuziehen. Wenn man dich in der Beziehung schon Sachen gefragt hat, hast du diese immer abgewehrt. Kalt, du hast mich nicht ernst genommen. Das Gefühl hattest du auch bei deinem Gegenüber schon länger. Man hat dich nicht ernst genommen. Es ging immer nur um den Geist deines Gegenübers, das zu verwirklichen, die Pläne umzusetzen. Aber du hast mitgezogen und du würdest ja auch sagen, und das ist mein Dank, dass mir vorgehalten wird, ich hätte zu viel gemacht vielleicht, ja? Dass du hier deinem Gegenüber sagen würdest, wer sollte es sonst machen? Du hast mich alleine gelassen mit den Aufgaben. Ich weiß, ich habe dir die Stärke überlassen. Du bist eine starke Person. Das hat mich letzten Endes gebrochen. Dein Gegenüber kam mit einer starken Person nicht klar, ist natürlich sehr nett zu hören. Aber du hast deinem Gegenüber wahrscheinlich auch wieder sehr viel abgenommen, ja? Mit deiner Kraft, mit deiner Stärke. Für immer zu helfen, zu dienen, zu machen, zu tun. Du hast deinem Gegenüber das Gefühl gegeben, du bist die starke Kraft, ja, du hältst diesen Prozess. Dein Gefühl kam sich, dein Gegenüber kam sich hier irgendwann schwach vor. Das hat aber was mit dem Problem deines Gegenübers zu tun. Aber du hast durchgehalten, du warst dran, du hast durchgezogen, ja. Auch gerade mit Königin der Münzen. Du hast einfach dich festgebissen und hast gemacht, 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 getan. Und man war hier irgendwann über sich selbst wahrscheinlich so schockiert, dass man nicht wusste, wo das Ganze hinführt. Dein Gegenüber würde dir mitteilen, ich wusste manchmal gar nicht, in welche Richtung wir beide laufen. Du hast so viel Kraft, so viel realisiert, so viel umgesetzt in einem Tempo. Ich wusste teilweise gar nicht, wo ich platziert bin, wo ich hingehöre. Es drehte sich alles nur noch um Organisation, um Zusammenhalt. Das ist das, was dein Gegenüber dir sagen würde, ja? Ob es schmeckt oder nicht. Dein Gegenüber hat sich hier verloren und musste wahrscheinlich mit einer radikalen Maske von dem Herrscher dir irgendwann die Stirn bieten, so nach dem Motto, ich weiß ja nicht, was hier passiert ist. Du hast die Verlustangst schon ziemlich schnell gemerkt, ja? Lieblingskarte,
Mäßigkeit, Schütze, Energie. Wir haben aber auch hier 4 der Münzen, die Verlustangst, die du die ganze Zeit hattest. Und deswegen hast du wahrscheinlich dein Tempo einfach auch angeschraubt und gehalten bis zur Unmächtigkeit, ja? Du hast hier wirklich diese ganze Beziehung getragen mit all den Tücken, mit all den Fehlern, mit all der Trauer. Dass du es selbst akzeptiert hast, wenn man mit dir sehr unordentlich gesprochen hat, sehr unempathisch, sehr gefühlslos. Du hast einfach gehalten, was geht, weil du diese Beziehung tragen wolltest. Du bist als Zuschauer immer wieder jemand, der die Münzen trägt, ja? Der immer alles festhält, der immer alles zusammengehalten hat. Und du hast es dulden lassen. Du hast hier die Mäßigkeit wirklich in Maßen übertrieben und hast leider verpasst, von deinem Gegenüber etwas zu bekommen oder dir das Ziel zu setzen, auch zu sagen, jetzt muss ich mal was sehen. Merkt man überhaupt, wenn du nichts mehr gibst, ja? Vielleicht hast du das auch gemacht und genau da ist es entstanden, aber es ist ja trotzdem keine Ausrede für dein Gegenüber. Also du hast unheimlich viel geackert, koordiniert, organisiert, gemacht, getan, festgehalten. Selbst wo du die Lügen oder die Unehrlichkeiten schon aufgedeckt hast oder kanntest, hast du trotzdem noch festgehalten, ja? Ey, dein Gegenüber sieht dich auch wirklich als Königin der Münzen und sieht auch, wie viel Potenzial in dir steckt. Dir kann man nichts abnehmen. Du lässt dir auch selten was abnehmen. Du hast dir selten was abnehmen lassen. Dein Gegenüber würde sagen, du warst eine Person gewusst wie. Die konnte man nicht, ich weiß auch nicht, ob es wollte raus, man konnte dir eine gewisse Zeit auch nicht recht machen. Nur wenn es stimmt. Trotzdem ist es keine, es ist kein Trennungsgrund, ja, aber das wären so die Wörter. Man hatte das Gefühl, man konnte dir eine bestimmte Zeit lang nichts recht machen. Weil du einfach mit deiner Kraft hier gehandelt hast. Man hatte das Gefühl, man kommt mit deinem Tempo nicht weiter. Jetzt macht es auch Sinn mit der Zeitmaschine, fällt mir gerade ein. Ja? Du hast hier wirklich zu viel dulden lassen und auch zu schnell mit deinem Tempo, sodass die Situation schon zwischen euch fast vergessen war und trotzdem hast du in deiner Trauer, in deinem Leid gesessen und weitergemacht, damit es bloß nicht aus Verlustangst hier sich zu etwas Schlimmerem entwickelt und dabei hast du die ganze Zeit wirklich deine Schwerter angesammelt, in Trauer, in Wut, in Traurigkeit, gehofft, dass es einfach nur nicht endet, ja? Wir sagen, auch wenn der zweite Stapel da gerade lag, es musste zum Ende kommen, ja, man hat sich hier nicht mehr gefühlt. Es tut mir leid für das Aus. Es tut mir leid für das Aus, was wir hier beide durchgemacht haben. Ihr müsst hier beide eine Phase durchgemacht haben, die nicht leicht war. Ja, man sieht hier auf die Schatten zurück. Euch verbindet hier irgendeine Traumasituation oder irgendwie eine schwierige Zeit, die ihr beide geschafft habt. Dein Gegenüber würde sagen, ab diesem Punkt war dieser Mensch einfach nicht mehr derselbe. Ja, hier hat man diesen Schmerz gespürt durch diese trauernde Situation. Wir haben hier Fische und Skorpion. Und man hat gemerkt, man hat sich verändert, ja. Man ist über diese Trauer nicht hinweggekommen, was immer auch bei euch beiden hier war. Das wäre die Erklärung deines Gegenübers. Wir blicken hier auf eine sehr starke Zeit zurück. Voller Leidenschaft. Also wirklich Leiden geschafft, ja. Ihr hattet hier wirklich irgendwann mal eine trauernde Zeit, eine sehr schwierige Zeit zu bewerkstelligen oder zu meistern. Und das hat in den Machtkampf geführt, ja. In eine Unzufriedenheit. Diese Trauer hat euch letzten Endes in der Beziehung irgendwo reingebracht, wo man nicht mehr die Leiden aus dem Weg bekommen hat. Oder dein Gegenüber nicht mehr den Weg frei bekommen hat, ja, von sich selbst aus. Man wollte wahrscheinlich, aber man hat es nicht mehr geschafft und musste stark sein. Deswegen auch die Maske oder den Herrscher. Ich muss hier durchziehen, weil man hier an irgendeiner Stelle in eurer Verbindung oder Zeit gebrochen ist, ja. Hier war irgendein Leidensprozess.
den du erlebt hast oder den euch beide betroffen haben könnte, der euch beide betroffen haben könnte. Wir gucken mal. Es könnte was mit einer Krankheit zu tun haben. Wir haben hier die Sonne und du hast dir wirklich sehr viele Gedanken gemacht um dein Gegenüber oder um deinen Zustand, ja? Irgendwas ist hier. Irgendwas hat euch hier an einem Knackpunkt auseinandergebracht und die Schwere reingebracht. Du hast dich abgelenkt mit sehr viel Arbeit, mit sehr viel Ablenkung. Dein Gegenüber hat gemerkt, emotional kommt man dagegen nicht an. Einer von euch beiden hat sich hier unheimlich große Sorgen um das Gegenüber gemacht und konnte in dem Moment auch nicht mehr weiter handeln. Ja? Das ist hier ein Pausieren. Entweder hattest du die Kraft, nicht mehr mit deinen Münzen umzugehen, das, was du sonst die ganze Zeit präsentierst, oder dein Gegenüber hat ab diesem Zeitpunkt der Trauer oder weil hier irgendwas zu viel war, nicht mehr geben können, ja, hat geschwächelt, konnte kraftmäßig nicht mehr. Und da liegt die Tücke, wo man sich verrannt hat, an diesem Punkt eurer Verbindung, eurer Zusammengehörigkeit, könnten auch Entfernungen dazwischen liegen, Ritter der Münzen. So, wir haben hier wieder 8 der Münzen. Die will gar nicht rein. Ach ja. Man hat hier keine Lösung gefunden, ja. Man hat das Gefühl gehabt, man arbeitet für umsonst. Man hat das Gefühl gehabt, egal was man gegeben hat, man wird nicht frei, ja. Ihr habt geackert, ihr habt gemacht, ihr habt getan, ihr habt gekämpft. Man wird einfach nicht frei. Ihr habt euch beide gefesselt, ja? Ihr habt euch beide hier irgendwo an einem Punkt ganz krass verloren. Und ihr habt wirklich probiert, mit diesem zu arbeiten. Auch dein Gegenüber hat probiert, für die Liebe weiterhin zu arbeiten, ja? Man wollte die Chance nicht wegschmeißen. Aber es kam ein unaufhaltbarer Prozess, wo man gemerkt hat, es geht nicht mehr vorwärts. Ja, hier bricht alles zusammen. Entweder die größten Diskussionen, Streitereien, Zusammenbrüche, Erlebnisse, Enttäuschungen, Lügen, die aufgeflogen sind ab diesem Zeitpunkt. Man konnte hier irgendwas nicht mehr halten, steuern, oder man hat das ja auch nicht beabsichtigt gemacht. Man hat das gemacht, weil man hier nicht mehr klar denken oder sehen konnte. Man hat sich hier wirklich Fehltritte erlaubt, die aber nicht unbedingt, auch wenn wir mit dem Herrscher angefangen haben, nicht beabsichtigt waren. Ja, man weiß von sich selbst, wie kann ich sowas machen? Ich muss ja so blind gewesen sein. Man weiß, man wollte aus dieser Situation raus, ja, man konnte das Ganze nicht mehr halten für die Liebe. Es ist zusammengebrochen. Es war ein Weg, wo du oder dein Gegenüber wirklich total verblendet reingelaufen ist. Ja, hier. Es könnten sein, dass hier neue Bekanntschaften, neue Botschaften reinkamen, dass man immer wieder zurückgekommen ist und versucht hat mit dir, ja, aber irgendwie war das alles zum Scheitern verurteilt. Man hat sich hier auf den neuen Wegen leider verlaufen, weil man die Leidenschaft hier wieder zurückholen wollte durch irgendwas, ja. Der Punkt, wo ihr hier mit Ast der Stäbe so aufeinandergeknallt seid, mit dem großen Leiden, hat man probiert, ein bisschen Leidenschaft in schöner Form wieder zurückzubekommen. Aber das liegt alles während der Phase, wo schon alles im Zusammenbruch lag. Und dein Gegenüber würde dir das so erklären und du würdest auch wissen, welche Situation das wäre. Man hat dich nicht mehr oder du diesen Menschen an sich rangelassen aufgrund dieser Situation, weil du damit auch gar nicht mehr klargekommen bist. Mit der Offenbarung, diese Lügen oder die Entscheidung, die hier stattfanden, ja? Du hast gemerkt, da funktioniert was nicht in die richtige Richtung. Jetzt ist Abwehrhaltung angesagt. Oder auch dein Gegenüber konnte mit diesem nicht mehr leben, ab diesem Tag, wo man hier Scheiße gemacht hat, ja? Wahrscheinlich hat man hinten raus trotzdem gemerkt, man kann nicht einfach so die Verbindung wegschmeißen. Aber man kann sie auch nicht richtig zulassen, ja? Was würde dein Gegenüber hier sagen zu dir? Oder was liegt hier für ein Mensch generell? Man hat wirklich gedacht, man kriegt das alles noch hin, ja? Aber der Schein trügt. Man hat mit der Krebsenergie probiert, die Richtung so zu lenken, dass man das ja alles noch hinbekommt, ja, aber es war schon zum Scheitern verurteilen alles. Zum Scheitern verurteilt? Verurteilen. Zum Scheitern verurteilt, Mann.
Es war wirklich nur noch, es wäre schön, wenn es so kommen würde, ja? Hier hat man vielleicht auch versucht zu kämpfen, eure Beziehung zusammenzuhalten, aber man hat gemerkt, diesen Weg, den man irgendwo ab dieser Qual oder ab dieser Leidensgeschichte genommen hat, gelaufen ist, führte nicht dahin, sondern genau dran vorbei, ja? Man musste unempathisch hier reagieren. Krebs ist eine sehr empathische, fürsorgliche Energie, aber wir hatten auch mit dem König der Schwerter so diese Distanz, ja, diese Distanz erschaffen. Und das liegt daher, weil auch dein Gegenüber hier nicht darauf klarkam, was man hier gemacht hat, ja. Statt dir die Liebe zurückzugeben, ist man hier voller Kummer und Entsetzen überhaupt nicht mehr bei sich gewesen, ja. Man verabscheut sich, man verabscheut vielleicht auch die Taten, aber man gibt es nicht zu. Man würde dir jederzeit irgendwie das offenbaren, dass du sehr viel zurückkriegen würdest von diesem Menschen, der dir fehlt oder der nicht mehr an deiner Seite ist. Aber man hat hier irgendwas verbrochen, ja. Man kommt nicht über die Schwelle hinweg. Wenn man könnte, würde man. Aber bei 9 der Schwerter ist man wirklich in diesem, was habe ich hier getan, ja. Schockiert über sich selber. Man könnte wirklich sagen, ich bin schockiert über mich selbst. Weil eigentlich gehört mein Gefühl dir. Aber man kommt nicht drüber hinweg, ja. Man muss die Gerechtigkeit hier annehmen. Man wird lernen oder hat auch so gehandelt, dass man wenigstens mit so einem schlechten Gewissen hier nicht trausieren geht, egal wie man es dir rüber transportiert hat. Dieser Mensch kommt mit dem, was man hier gemacht hat oder was passiert ist, nicht klar und steht für seine Fehler oder auch mit der Entscheidung, die für dich unklar ist, komplett ein. Ja? Es gibt nur noch diesen einen Weg, der gerecht wäre. Den Weg der Gerechtigkeit haben wir hier. Die Justiz drin liegen, es könnten auch natürlich Bescheide, notarielle Sachen hier reinflattern, die dazu aufrufen oder wo man probiert, jetzt nicht wirklich einen Kampf hier zu eröffnen. Ja, das ist, glaube ich, gar nicht im Sinne des Menschen. Ich guck mal, dieser Mensch will gar nicht kämpfen. Vielleicht hat man hier Berater im Hintergrund, ja, die diesen Menschen falsch führen, falsch leiten und falsch bestimmen. Der Hierophant, jetzige Stierenergie. Es könnte sein, dass dein Gegenüber die ganze Zeit wirklich von Menschen falsch beraten wird und man selbst schon hier zweifelt, ob man das richtig macht mit 2 der Münzen. Ja, wir haben hier eine Wassermann-Energie. Man hofft, dass dieser Prozess oder dieses zwischen euch, diese Energie an dich zu denken, irgendwann aufhört, ja. Man kommt hier selbst mit diesem Hin und Her nicht klar, fühlt sich auch so ein bisschen, habe ich das wirklich richtig gemacht, hätte ich auf die Leute hören sollen, hätte ich nicht selber nach meinem Gefühl handeln müssen, man liegt hier so in der Schwere, ja. Dieses Hin und Her, diese On-Off-Prozesse fehlen einem schon fast hier selbst. Man macht sich aber hier Gedanken, wer sind die Berater von dem, wenn es hier mit Klärung zu tun hat, ja. Man merkt so richtig, nach welchen Erfahrungen muss ich gehen, nach meinen oder nach denen, die mir hier reinreden. Ich weiß nicht, wo das herkommt, ja, was damit zu tun hat. Vielleicht auch Freunde, die vielleicht die Gerechtigkeit so ein bisschen falsch anschieben, ja, die deinem Gegenüber hier Mut machen. Dafür sind ja Freunde auch da, ist logisch. Aber wäre schon schön, wenn man dann echte Freunde hat, die dann einem auch sagen, du, das war aber auch nicht gerecht, was du da gemacht hast. Man hofft ja einfach nur selbst, dein Gegenüber, der hier drin sitzt, hofft einfach nur selbst auf diese Blamage, dieses On-Off wegzukriegen, ja. Weil so richtig wohl fühlt man sich hier nicht. Man ist ja immer hin und her gerissen über das, was hier kommt oder was vollzogen wurde. Ja. Ich glaube, man schafft es nicht, ja. Ich glaube, man schafft es nicht, sich komplett zu entlösen. Man wird es vorgeben. Man wird wahrscheinlich auch in einer Welt drin hängen, wo man mit Menschen zu tun hat, wo es reicht, den Tag zu leben. Aber so die innige, komplette emotionale Verbindung, die kriegt man hier nicht weg. Ja? Man hat hier Probleme, sich aus diesem Gefühl, aus eurer Verbindung hier entziehen zu können. Das ist irgendwie so der Dank, dass man vielleicht auch auf falsche Menschen gehört hat. Ja? Weil man die Erfahrung einfach glaubwürdig fand. Weil man hier gedacht hat, okay, die Menschen sind erfahren oder die sagen das, also mache ich's. Aber hinten raus kommt so dieses... Was habe ich hier getan? Ja, jetzt fällt der Stern runter, die Hoffnung ist verloren. Was habe ich hier getan? Ja, irgendwie, das passt alles nicht. Man schwankt hier wirklich zwischen den Meinungen, die man hier angenommen hat und wahrscheinlich sehr schwach im eigenen Handeln. Und das merkst du auch.
Man hat das Gefühl, man kommt ja einfach nicht weg, ja. Und es könnte auch sein, dass man sich selbst ärgert über die Meinung, die man hier selbst von außen als sehr wichtig empfand. Ja. So richtig heilen, man ist hier noch nicht im Heilungsprozess, sehe ich noch nicht, ja. Wir haben hier 5 der Kelche und 10 der Schwerter. Und das ist irgendwie wirklich so, was habe ich hier gemacht? Was habe ich getan? Wo bin ich gelandet? Ich habe sehr viel mit Füßen getreten. So brauche ich auch nicht wieder zurückkommen. Das war auf jeden Fall nicht das Ziel, so wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe noch mehr Enttäuschung und Schmerz, als ich davor hatte. Legen wir mal nochmal. Welche ist jetzt hier runtergefallen? Ja, ein Hoch auf die falschen Leute, ja. Warum habe ich darauf nicht geachtet? Warum habe ich hier auf die falschen Leute nicht geachtet? Warum habe ich mich nur auf das Schöne konzentriert? Das, was dein Gegenüber ja abgelenkt hat? Warum hat man nicht das gesehen, was wichtig wäre für diesen Menschen? Das, was du vielleicht auch gerade nicht verstehst, warum wendet sich hier jemand ab? Du hast doch so viel getan. Das ist eure Geschichte, ja? Man hängt hier selbst in der Vereinigung noch drin. Das ist Käse, ja? Man hängt hier noch aktuell ziemlich lange drin und wird wirklich ironisch und sarkastisch sagen, fast schon zynisch zu sich selbst, ein Hoch auf die Menschen, denen ich falsch vertraut habe, ja? Aber da ist man ja selbst verantwortlich für, ja? Man ist ja wirklich selbst verantwortlich dafür. Ich lege mal zum Auffang für dich. Je nachdem, was sich hier entwickelt, ich habe nicht das Gefühl, dass hier jemand demnächst, naja doch, man braucht vielleicht auch deine Worte oder dein Empfinden, wie es bei dir aussieht, aber eher so prozentual ist hier jemand, der komplett pausiert, der jetzt erstmal so ein böses Erwachen kriegen könnte. Wir haben hier unerschöpfliche Möglichkeiten. Ist deins mit der 38, haben wir schon wieder die Herrscherin drin mit der 3. Du kannst vollkommen auf dich vertrauen hier, ja? Du als Zuschauer. Du musst sogar vertrauen, dass alles, wie es so gekommen ist, seine Richtigkeit hat. Du hättest diesen Prozess weder aufhalten können, noch anders drehen können, noch hast du zu wenig gegeben. Ihr wisst von einer Situation, da muss der Bruch reingekommen sein. Das ist ein Hauptbruch. Dein Gegenüber hat hier zu tun, wird aufwachen, hilft euch nichts. Aber man wird merken, man hat sich auf die falschen Menschen hier eingelassen, ja. Und du musst einfach nur auf dich setzen und weiterhin vertrauen. Es ist nicht zu Ende, ja. Du hast sogar selbst den Stern, den dein Gegenüber hier hatte. Es ist nicht zu Ende mit deiner Kraft. Du hast hier noch unerschöpfliche Möglichkeiten, die du noch gar nicht siehst. Weil du hier... Oh Gott, manchmal krabbeln hier Spinnen. Das war mein Haar. Weil du hier wirklich das Gefühl hast, du kommst nicht weiter, ja? Wo soll es hingehen? Und zu guter Letzt, was haben wir hier noch? Wieder der Schlüssel zum neuen Wissen. 34,7 haben wir den Weg. Also damit wirst du vorwärts kommen. Du suchst vielleicht jetzt gerade noch nach dem Weg, wo es für dich lang geht, wo du lang spazieren musst. Aber der Weg wird kommen, ja, wenn du dich hier nicht aufgibst, wenn du im Vertrauen bleibst. Wenn du dich hinterfragst, was hier dran war überhaupt noch eine Integration von euch beiden, ja. Wer wurde denn eher integriert? Hast du dein Gegenüber reingesetzt? Wurdest du reingesetzt? Das ist alles so die Frage, die dich hier weiterbringt. Jeder Mensch ist beweglich, ja, vielleicht warst du hier wirklich eine lange, lange Zeit nicht mehr imstande, dich selbst zu bewegen und hast wirklich nur noch geackert, geackert, geackert für die Beziehung, aber das ist der Schlüssel, du kannst jeden Weg annehmen und jeden Weg schaffen, ja. Fürsorge mit dem Krebs, auch wieder mit der Herrscherin, sehr schön begleitend. Wir lassen zum Abschluss jetzt noch meine Tendenz von den Engelbotschaften, außer das Vertrauen, womit wir eingestiegen sind, haben wir jetzt... Was willst du wirklich? Das ist die Frage. Was willst du wirklich? Worum geht's dir? Die Genugtuung, die Antwort, willst du wirklich diesen Menschen zurück? Willst du dich selbst wieder zurück? Hast du dich verloren? Seid ihr beide verfahren in einer verfahren verwickelten Situation? Hast du schon geahnt, dass die Menschen hier falsch sind? Dann fahr erst recht vor, ja? Und lass dich nicht aufhalten. Ihr Lieben,
Ganz lieben Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr kommt hiermit vorwärts. Ihr kommt weiter. Ihr kommt auch mit den Angaben weiter zu den Punkten, die ich euch genannt habe, um da den Knackpunkt zu suchen. Und bleibt gesund. Dankeschön fürs Einschalten, fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.